Gut, dann stellen wir zum Oliver vielleicht. Gut, das doch. So, wir sind alle da. Nochmal, lieber Oliver, darf dich herzlich in Oberösterreich in der Heimat wieder willkommen heißen. Möchte sagen, vor 10 Tagen, der Krimi war ein Wahnsinn. Ganz Oberösterreich hat da die Daumen gedrückt. Ich selber bin auch noch heimgekommen und habe die zweite Halbzeit und selber schießen dann noch selber gesehen. Es war unglaublich. 10 Tage ist aus. Wir haben ja gerade geredet, diesen 10 Tagen ist Adrenalin noch über ganz oben. Aber wir möchten dir wirklich auch offiziell als Land Oberösterreich unsere herzliche Gratulation und die Wertschätzung zum Ausdruck bringen. Du bist mit Abstand der erfolgreichste Fußballtrainer, den Oberösterreich jemals hervorgebracht hat. Bist der Obersportler und der oberösterreichische Sportler mit Riad und Lask und Riad und Lask und so weiter. Gefreut uns sehr. Gefreut uns auch sehr, dass du mit deiner Mannschaft auch zum Sommertraining kommst, ins Nationalparkresort zum Tilly. Das ist vorher schon ausgemacht worden und das hat uns damals schon gefreut, aber jetzt gefreut uns noch viel mehr, weil wir natürlich auch hoffen, dass wir damit auch Oberösterreich nicht nur als Sportland, sondern auch als Tourismusland auch in Szene setzen können. Nachdem wir als Wirtschaftsstandort Exportkaiser in Österreich sind, bringen wir das jetzt im Sport scheinbar auch zusammen. Jetzt sind wir ein richtiger Sportexporteur auch geworden. Nochmal herzliche Gratulation. Alles Gute weiterhin. Schau, auf uns Oberösterreich, wir haben gerade über den Lask wieder geredet, nicht? da, er ist voll informiert. Was er nicht gewusst hat, ist, dass das Stadion im Februar fertig ist. Und dann werden wir uns hoffentlich im Stadion wieder sehen. Nochmal herzliche Gratulation und schön, dass du wieder da bist. Ja, vielen Dank. Freut mich natürlich auch. Und Oberösterreich ist ja meine Heimat, in Redau, wohne weiterhin da. Meine Familie lebt auch noch in Redau. Also, wir sind Pendler sozusagen und kommen natürlich immer wieder gern heim. Und war da natürlich die letzten Wochen wenig da, indem wir mit den Europacup-Spielen ganz viel unterwegs waren. Aber im Trainingslager Tilly haben wir relativ früh gesagt, da fahren wir her und kann auch nur euch rückmelden, alle Deutschen. Gefreuen sie, dass sie da herkommen, weil sie waren ja schon mal da mit Adi Hütter und gefreuen sie auf die Top-Bedingungen, gefreuen sie, sind alle so Berge begeistert, ja, also gibt es ja dort wenig und aufs Essen, also von dem her werden wir da wieder sein und ich bin jetzt auch die nächsten Wochen in der Heim in Oberösterreich und werde jetzt versuchen, schön langsam das alles einmal zu verarbeiten, was war und ja, dann im neuen Jahr wieder anzugreifen in der Champions League. Super, bitte sehr. Nutzt die paar Minuten, die wir ausgemacht haben, für Fragen. Und sind die Feierlichkeiten jetzt abgeschlossen oder wird jetzt der Hammer weitergefeiert? Ja, halt bei der Mama. Ja, genau. Nein, die sind also die wüden Feierlichkeiten sind abgeschlossen. hoffe ich zumindest. Und nein, es waren nur 2-3 Tage dann in Frankfurt natürlich sehr, sehr intensiv und schön. Und jetzt aber deswegen auch jetzt einen Kurzurlaub mit meiner Frau. Um jetzt schon langsam das alles einmal zu verarbeiten. Ich merke, gerade ganz egal wo ich hinkomme, habe ich den Eindruck in Europa, also wir waren jetzt auf Kreta und sind dann einmal in die Stadt reingefahren und plötzlich Foto und Autogramm. Also es ist durch natürlich Europapokal ist in Europa allgegenwärtig, aber ja, werden wir jetzt ein bisschen Zeit nehmen, mal Golf spielen zu gehen und da halt alles zu setteln und natürlich laufen die Vorbereitungen für die neue Saison schon wieder. Bin auch fast täglich eigentlich im Austausch mit dem Sportvorstand und damit wir dann in der Champions League wieder eine gute Saison spielen. Oliver, ich darf bei all deinen Erfolgen jetzt beim Du bleiben. Natürlich. Jetzt wirst du auch in einem Atemzug mit dem legendären Ernst Happel genannt. Ihr beide seid die Einzigen, die als Österreicher den Europacup gewonnen haben als Trainer. Was bedeutet dir das? Ja, ich glaube, also viele von euch oder wir kennen uns ja schon über Jahre. Wir sind so, das ist für mich persönlich gar nicht so wichtig. Oder? Natürlich ist es eine große Ehre für mich. Ich meine, Ernst Happel ist die Trainerlegende in Österreich und die wird auch immer bleiben.
einfach auch als Vorreiter in vielen Bereichen und dann natürlich auch sehr, sehr erfolgreich. Und völlig zu Recht gibt es das Ernst-Happel-Stadion, das Nationalstadion in Wien, das nach ihm benannt worden ist. Und ich sehe mich da eigentlich ganz weit weg von ihm. Und für mich ist immer, meine persönlichen Erfolge freut mich natürlich, aber sind für mich nicht so wichtig. Für mich ist das, wenn ich das miterlebe, wie es war nach dem Spiel oder nach dem Finalsieg jetzt, die Mannschaft, die Fans, die Leute, also wir sind dann, wie man in das Autokorso in Frankfurt waren, über 200.000 und wie viele Leute da waren, gesehen habe, vor Freude. Also ich habe den Pokal bei uns im Auto gehabt und bitte mal den Pokal berühren und die haben den Pokal berührt und haben in Tränen ausbrochen. Also wenn man sieht, was das den Leuten bedeutet und das ist für mich das Schönste, wenn man die Leute dann ein paar Tage, ein paar Wochen eigentlich, weil begonnen hat es ja schon mit Betis Sevilla, mit Barcelona, so eine Freude machen kann, dann ist das für mich eigentlich die größte Anerkennung und das andere ist, wird einmal irgendwo stehen, aber ich bin jetzt nicht wer, der dann immer das daheim hängen hat oder schaut, wie, was, wo, das ist mir eigentlich nicht so wichtig. Bei diesem Europa-League-Erfolg jetzt, wo war für dich in der Saison das Schlüsselerlebnis, wo du gesagt hast, wir können diesen Cup gewinnen? War das Barca oder was den Glauben erhärtet hat und das Selbstverständnis? Nein, ich habe das eigentlich, wir haben relativ viele Last-Minute-Tore geschossen und da habe ich schon ein gutes Gefühl gekriegt und für mich war eigentlich der Sieg in München, so ein bisschen. Also wir haben ja lange Zeit nicht gewonnen. Dann haben wir in Antwerpen in der 92. Minute einen Elfmeter. Das war unser erster Sieg überhaupt mit der Eintracht, seit ich Trainer war und in Europa. Und haben drei Tage später in München gespielt und haben viel verletzte Spieler gehabt. Corona war ja damals noch sehr allgegenwärtig. Und wir haben dann mit einer Mannschaft in München gespielt, die haben wir nicht einmal zusammen trainiert, so, sondern natürlich in dieser Kürze auch vor drei Tagen. Und dann haben wir in München 2-1 gewonnen. Über 20 Jahre nach Frankfurt wieder. Und da habe ich vor allem so das Gefühl gekriegt, wenn wir es schaffen, alles umzusetzen, natürlich brauchen wir einen überragenden Tor, man braucht, aber den haben wir halt auch zum Glück, dann ist viel möglich. Und ich habe auch die Spieler das nicht einmal gesagt, wenn du in München gegen Bayern gewinnen kannst, die ja ein Jahr davor 7 Titel gewonnen gehabt haben, dann kannst du gegen jede Mannschaft gewinnen. Und so ist einfach immer wieder ist dann der Glauben immer mehr geworden und dann in die K.O.-Duelle mit Betis Sevilla, wo wir dann in Sevilla, muss man im Nachhinein sagen, nur 2-1 gewonnen haben, weil wir ja eigentlich 4 oder 5-1 gewinnen hätten können. Das war der 5. in der spanischen Liga damals, wo die Mannschaft dann gemerkt hat, da ist was möglich, da ist viel möglich heuer. Und so sind wir dann in jedes Spiel gegangen, dass wir gesagt haben, wir wollen es gewinnen, egal ob auswärts oder daheim. Bitte. Oliver, hat es in den letzten 10 Tagen einen speziellen Moment gegeben, der da immer in Erinnerung bleiben wird? Ja, viele. viele. Es waren so viele, natürlich im Stadion. Also ich weiß noch, wie wir dann den Pokal, also die Medaille und den Pokal gekriegt haben und dann ist ja der Konfetti-Regen. Und dann, ich weiß gar nicht mehr, wer neben mir gestanden ist, dann habe ich gesagt, das sehe ich normal immer nur im Fernsehen, also heute am Abend wieder beim Champions League Finale. Und jetzt regnet es links und rechts Konfetti ab und ich bin mittendrin. Das ist sicherlich so ein Moment, der mir immer in Erinnerung bleiben wird. Mitgefiebert hat auch der Heimatverein Rietau. Meines Wissens sind die auch noch voll im Titelkampf. Geht sich vielleicht morgen sogar ein Spieltagsbesuch aus? Ja, haben wir vor. Das wäre unser zweitältester Sohn spielt ja auch in Rietau und ist hier gesehen fast nie über das ganze Jahr. Deswegen haben wir gesagt, morgen. Ja, wobei ich aber gehört habe, ins große Rietau-Stadion darfst du nicht rein, nachdem es in Tierspruch bei deinem Freund Zauber, glaube ich, nicht ganz hingehört hat. Ja, richtig, genau. Da waren wir schon, das war der erste Tag daheim und da haben wir schon zugeschaut und jetzt morgen ist ja erster gegen zweiter und das werden wir sich anschauen. Aber Tierspruch Nordenbruch, das ist es. Ne? Ja. Was glaubst du, kann die Mannschaft jetzt in der Champions League kommen die Saison bewegen und welche Gegner wünscht ihr da antritt? Nein, ich glaube, die können wir nicht kriegen. Wir sind ja in Top 1. Aufgrund der Erfolge. Ich weiß gar noch nicht, wer alle dabei ist. Ich werde heute ja Champions League schauen, nicht nur weil ich Fußballfan bin, sondern Supercup, also unseren nächsten Gegner. Ich habe auch einen unserer Analysten
habe ich gesagt, du hast noch nicht Urlaub, sondern ich möchte, dass du in Paris im Stadion sitzt. Und unseren, ist ja das letzte Pflichtspiel, glaube ich, von den beiden Mannschaften, bevor die fangen alle spät an, vor 10. August. Und deswegen werde ich das heute auch schon wieder aus Trainersicht sehen. Und zur Mannschaft, ich weiß noch nicht, wie die ausschaut. Also ich glaube, es kann sein, dass der eine oder andere uns verlässt. Das kann und wird dann sein, dass der eine oder andere dazukommt. Von dem her weiß ich noch nicht genau, wie die Mannschaft dann ausschaut, aber klar ist, dass wir so gehen sowieso in jede Spielzeit, dass wir überall gut abschneiden wollen. Wir wollen besser abschneiden wie letztes Jahr in der Bundesliga, das wird die Challenge. Wir wollen, wenn ich schon so weit, Supercup, den wollen wir gewinnen, auch wenn es gegen Real oder Liverpool geht. Ich gehe in kein Spiel und sage schön, dass wir dabei sind, sondern immer mit Siegambitionen. Und dann schauen wir, was rauskommt. Also ich bin jetzt nicht einer, der sagt, was sollte mit Mai 2023 sein, weil hätte ich gesagt, Anfang der Saison in Frankfurt, wir wollen Europa League-Sieger werden, dann haben wir alle ausgelacht und für verrückt erklärt. Deswegen machen wir es das Step by Step. Oliver, du hast schon angesprochen, Transfers und Abgänge. Jetzt ist der Martin Hinteregger, der hat Vertrag, den muss man verkaufen. Wie kannst du so da was sagen? Wird der bleiben? Beziehungsweise wie wichtig wäre das, dass der bleibt? Ja, ich habe nämlich eigentlich mit unserer Presseabteilung, es hat ganz viele Interviewanfragen gegeben in Deutschland. Also ich glaube, ich kam ungefähr jetzt einmal zurück aus Deutschland, wann ich alles und wir haben gesagt, es gibt keine Interviews bis zum Trainingsauftakt haben wir. Und deswegen bitte keine sportlichen Themen, weil dann weiß ich, dass die Deutschen relativ schnell anrufen und sagen, warum gibt er uns kein Interview? Und dann, du musst in Oberösterreich. Ja, genau. Aber dann habe ich die nächste Woche jeden Tag wieder ein paar Interviewtermine. Also deswegen keine sportlichen Fragen bitte oder zu dieser sehr ins Detail. Wie weit hat dich das überrascht mit Ralf Rangnick und dazu auch noch Didi Kümbauer beim Lars? Das hat mich alles überrascht. Also mir hat Ralf Rangnick überrascht. Ich bin mit ihm ja noch in Kontakt und wie ich das gelesen habe, da waren wir gerade in Westheim am Weg ins Stadion, ist die Meldung gekommen. War Donnerstag, Freitag und dann habe ich ihm geschrieben, wirst du jetzt österreichischer Teamchef? Und der hat mir sogar gesagt, schauen wir mal. Dann habe ich gewusst, da ist was im Busch. Aber dann war eigentlich Westheim. Und ja, Didi Kübauer hat mich natürlich auch überrascht. Und ja, natürlich verfolge ich die beiden noch hauptsächlich. Also ich sehe relativ wenig Spiele, aber halt die Ergebnisse. Man hat gesehen jetzt bei Ried, wie eng es zusammenhängt. Sie haben, glaube ich, um 5 Minuten das Meisterplayoff versäumt und waren dann sogar knappe 10 Minuten Absteiger. Also das war, und freut mich natürlich, dass sie es geschafft haben, weil es auch ganz viel Mühen und gebracht hat, dass sie wieder in der Bundesliga sind. Und habe eigentlich geglaubt, nach dem 2-0-Derby-Sieg in Linz oder in Basching gegen den LASK, dass sie eigentlich durch sind, aber nicht. Ja, und für den LASK, denke ich, auch natürlich eine enttäuschende Saison gewesen. Wir haben auch gesagt, viele Verletzte, viele Langzeitverletzte, es ist relativ viel passiert in den letzten Jahren. Und wenn ich dann aber wieder das Positive herausheben kann, weil das habe ich mir mit meiner Frau im Urlaub angeschaut, an Gernot Trauner, also auch einer mit langjähriger LASK-Vergangenheit, jetzt im nächsten Europa-League-Finale, bin mit Reini Ramftl nur in Kontakt, der jetzt auf Schalke ist. Also nur Max Ullmann, der jetzt bei Venedig in Italien in der ersten Liga spielt. Das ist ein neues Spieler, die beim LASK ja, ihre, nicht ganz der Ullmann schon, aber ihre Karriere begonnen. Paavo Berwan ist in Wolfsburg. Also viele Spieler, mit denen wir eigentlich auch noch in der zweiten Liga begonnen haben, sind jetzt in den großen europäischen Ligen. Wie gesagt, der Gernot ist jetzt im Conference-League-Finale gestanden. Also von dem her freut mich das und verfolgt das auch und bin immer nur in Kontakt mit denen. Hast du ihn geschrieben nach der Niederlage? An Gernot? Ja, natürlich, weil ich bin es gewohnt, nach einem Sieg habe ich immer relativ viele Mitteilungen, nach einer Niederlage relativ wenig. und deswegen halte ich genau umgekehrt, weil ich auch weiß, ja, gerade in einer Niederlage ist vielleicht aber ganz gut, wenn wer schreibt und ein bisschen Trost und habe ihm halt auch eigentlich nur mal gesagt,
weil es schwierig ist nach so einer Niederlage, aber dass sie in Summe eine herausragende Saison auch gespielt haben. Auch in Europa eine herausragende Saison, auch in der Liga mit Platz 3 hinter Ajax und PSV Eindhoven. Er persönlich auch natürlich ein unglaublich tolles Jahr gespielt habe. Und das habe ich halt nicht mehr erinnert, weil ich weiß, in der Enttäuschung der Niederlage ist man ist immer so in dem Moment drinnen, dass man das andere schnell vergisst. Und deswegen, das waren so ungefähr meine Worte. Wunderbar. Ich glaube, das passt. Und jetzt lassen wir die ins Wochenende aus. Nochmal danke. Das könntest du dort ausschneiden. Ja, daheim bei der Mama. Ist eh klar. Okay? Ja. Danke, dass du warst. Gerne, ich sage danke sehr. Ich danke dir. Danke, danke. Danke. Wir sehen uns bald. Ja. Liebe Grüße von mir. Also, von Thomas. Gehen Sie zum Vorstellen in der Nachricht, oder? Sicher, ja.